Ja, herzlich willkommen zur Session Moodle trifft Markdown. Ich freue mich sehr, dass unser Referent schon bereit ist und würde jetzt auch ohne große Worte direkt an den Referenten Sebastian Apel übergeben. Vielen Dank für die kurze Einleitung. Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Herzlich willkommen zum Vortrag Moodle trifft Markdown. Mein So Name haben sieht's Sie schon gehört, Sebastian Appel, und ich bin Professor für Programmierung und Software Engineering an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Mit dem Vortrag möchte ich einen Einblick liefern in ein vermutlich etwas unkonventionelles Setup zur Verwaltung und am Ende Bereitstellung von Veranstaltungsinhalten und Ihnen letztendlich zeigen, was für Vorteile ich damit verbinde, was man für Vorteile vielleicht daraus mitnehmen könnte, insbesondere im Hinblick auf Datenschutz und Datensouveränität, als auch was für Nachteile vielleicht damit verbunden sind, wie man zu sowas kommen könnte, insbesondere hinsichtlich Wartungsaufwand und vielleicht Administration, was man durchaus diskutieren kann. Motivieren möchte ich das Ganze über so die typische Situation: Man bereitet eine Veranstaltung vor. Ich möchte nicht nur eine Veranstaltung im Sinne einer einzelnen Vorlesung, sondern halt auch das übergeordnete Konzept pflegen, verwalten, alle möglichen Inhalte zusammensammeln, was ja nicht selten mit einem erheblichen Gestaltungs- und Rechercheaufwand verbunden ist, hier letztendlich die zu vermittelnden Inhalte zusammenzusammeln. Daraus leiten sich dann verschiedene Aspekte ab, zum Beispiel ein Skript, den ich am Ende Studierenden zur Verfügung stellen möchte, aber auch durchaus weiterführendes Material, die möglichen Quizzes, die ich in der Veranstaltung nutzen möchte, als auch vielleicht Übungsaufgaben, Videos, die daraus produziert werden, Links zu externem Material, also eine ganze Bandbreite an Informationen. Und die werden dann nicht selten in der einen oder anderen Art und Weise auf einer Kursmanagement-Plattform zur Verfügung gestellt. Nicht selten sehe ich sowas, oder zumindest sah auch mein Kursraum immer irgendwie in der Art und Weise aus, dass dann dort eine Ansammlung von, ich habe es hier in Klammern geschrieben, lose gekoppelten Elementen entstehen, die in irgendeiner Art und Weise für den Studierenden zur Verfügung gestellt werden. Das als Rahmenbild, dachte ich mir, kann man durchaus erstmal setzen lassen. Und die Frage an Sie: Sieht das bei Ihnen ähnlich aus? Kann man sich das etwa vorstellen? Deswegen habe ich hier mal so eine kleine Poll-Frage. Ich schaue kurz, wie ich das starte. Haben Sie dort Ähnlichkeiten? Moment. Erkennen Sie sich da wieder? Sollte theoretisch ein Poll gestartet sein hier in der Plattform. So, da sind einige Antworten eingegangen. Ich lasse mal 5 Sekunden laufen. Ich hoffe, man sieht das Ergebnis. Falls nicht, gerne widersprechen, aber so grob formuliert: wenig gedruckte Werte. Klar, wir sind deutlich in den Sprung Richtung Digitalisierung. Es gibt durchaus PDF-Fließtexte. Ich habe jetzt hier vergessen, nochmal so explizit, man sieht nichts. Sehr schön. Ich überlege gerade, ob man das hier kurz irgendwie Share Results. Das wird der entscheidende Punkt sein. Viele aber durchaus schon mit Lernpaketen in Moodle zum Beispiel unterwegs oder mit H5P als alternative Plattform Inhalte bereitgestellt, bis hin zu Videos, die sich letztendlich daraus ableiten, andere Dinge und damit letztendlich ein Vorlesungsangebot geschaffen. Und in dem Kontext bewege ich mich auch, wenn ich meine Veranstaltungsinhalte realisiere. Und ich bin irgendwann an den Punkt angekommen, wo ich mir überlegt habe, was ist eigentlich die Wissensbasis dahinter, aus dem sich die Elemente ableiten. Und wenn man hier so dieses Szenario nimmt: Okay, ich habe ein Skript, dann gestalte ich daraus zum Beispiel ein PDF-Folien,
ich komme da als Vorschlag, Miro und Mural Notebooks, da kann man durchaus eine lange Liste zu machen, dann entstehen gerade jetzt im Kontext der letzten Semester immer mehr Plattformen mit Inhalten, die sich irgendwie aus diesem Wissensbasis, diesem Konstrukt, Skript, wie ich es hier ganz links genannt habe, ableitet, aber irgendwie basiert alles auf meiner initialen Planung dessen, was ich mir hier vorgestellt habe, und alle anderen Elemente sind dann jene, die sich irgendwie daraus bedienen, sei es nun als reiner PDF-Export oder irgendwie das, was ich daraus mir versuche, dann als zusätzliches Angebot abzuleiten. Das Result nehme ich mal wieder raus. Genau. Und daraus ist natürlich die nächste Frage: Wie gehen Sie letztendlich mit dieser Situation um? Wie verwalten Sie letztendlich Ihre Veranstaltungsinhalte? Gibt es zum Beispiel so eine handschriftliche Notiz? Ist PowerPoint die Source of Truth, dass man praktisch eine ganze Liste oder Dateimenge von Folien hat? Oder macht man sich handschriftlich Notizen, wo man das große Ganze plant? Oder verteilt es sich am Ende über die verschiedenen Plattformen? Auch hier mal kurz eine Umfrage dazu, die man dort einräumen könnte. Auch die ist natürlich nicht im vollen Umfang komplett. Aber natürlich kommt man früher oder später dann zu der Frage, wo landet eigentlich mein, in Anführungszeichen, Inhalt? Hier schon mehrere Antworten eingegangen. Noch 5 Sekunden und dann schließen wir das. Okay, vielen Dank. Auch hier kurz ein Sharing. So, jetzt sollte es wieder sichtbar sein. Die Frage danach, wo ich eigentlich also meine Inhalte verwalte, ist nicht unwesentlich spannend, gerade dann, wenn damit viel Arbeit und Wissen verbunden ist. Muss ich also vorsichtig sein, wenn ich zum Beispiel einen Quiz für Kahoot gestalte, dass ich am Ende das Ganze, nicht sichtbar, ich habe aber hier definitiv auf Share geklickt diesmal. Irgendwo sollte es dann in Let's Get Digital, ansonsten kann ich das gerne hier so ein Stück reinschieben. Sollte man zumindest hier so grob jetzt das Ergebnis sehen. Handschriftliche Notizen durchaus immer noch eine Wahl, um den Inhalt zu verwalten, aber durchaus auch PowerPoint als die Plattform, wo es dann drin steckt, oder man hat ein langes Word-Dokument vielleicht, LaTeX durchaus auch eine Option, bis hin halt zu externen Plattformen etwas anderes oder verteilt über gar mehrere Anwendungen, so dass ich vielleicht auch hinterher aufpassen muss, wie ist das Gesamtbild sicherzustellen. Das mal als eingängige Fragen, und genau in dem Kontext meine typische Vermutung, und zumindest war es bei mir, ist es nach wie vor nicht völlig perfekt, aber auch lange Zeit so gewesen, dass mit der Veranstaltung zusammenhängende Wissen verteilt sich gerne über unzählige Werkzeuge, und ich bin letztendlich der, der sicherstellen muss, dass alles irgendwie noch im Lot bleibt und organisiert. Und im Idealfall gibt es eine zentrale Quelle, ein langes Dokument, wo ich mir alles mal reingeschrieben habe. Und ich kopiere im Zweifelsfall dann immer alles dahin, wo ich es brauche. Also zum Beispiel eine Multiple-Choice-Frage in Pingo oder in Kahoot, wo auch immer man es dann jetzt spontan braucht. Aber zumindest habe ich dann eine Source of Truth, wo ich das daraus ableiten könnte. In dem Kontext, ich bleibe mal bei diesem Basis, Gedankenmodell, dass es tatsächlich verteilt über mehrere Plattformen ist, müsste man natürlich dann die Frage stellen, wie wichtig ist letztendlich die Wahl der Plattform, wie sicher kann ich mir sein, dass die verwendeten Werkzeuge, die verwendeten Plattformen Bestand haben, wie gehen die letztendlich mit meinen Daten um? Angenommen, ich pflege jetzt meine Quiz-Konstrukte in Kahoot und sie liegen nur da, wie lange liegen sie da, was passiert, wenn Kahoot sich abschaltet, wie liegt es mit dem Eigentum der Informationen, die ich dort ablege, wie sieht es damit aus? Wenn ich in H5P das Ganze verwalte, ähnliches Konstrukt. Was, wenn sich die Zugangsbedingungen ändern, also zum Beispiel jetzt Zugangsschranken ergänzt werden? Nutzer müssten sich jetzt immer authentifizieren, um daran zu arbeiten. Kann ich das den Studierenden noch zumuten? Wie wechsle ich dann ad hoc mal schnell eine
Plattform und was, wenn sich Teilaspekte ändern, zum Beispiel Dinge, mit denen ich bisher gearbeitet habe, verschwinden oder sind in einer Art und Weise modifiziert, dass es mir eigentlich gar nicht mehr hilft. Bis hin zu den Extremen, dass Plattformen ganz verschwinden, das passiert jetzt nicht so oft, aber durchaus möglich. Gerade wenn es kleinere Plattformen sind, kann man auch durchaus davon ausgehen, dass das ein Szenario wäre, dass sowas mal gänzlich verschwindet. Zweiter Punkt, den ich heute diskutieren möchte, ist, wie kann ich letztendlich die Artefakte, also das, was in den Plattformen landet, mein Quiz, mein gestaltetes PDF oder was auch immer, hier möglichst aus einer Quelle ableiten oder beziehungsweise wie kann ich ein zusammengehöriges Angebot schaffen, dass der Student nicht eine lose Liste von Angeboten hat. Schau, da sind die PDFs, da sind deine Übungsaufgaben. Und versuche, eine sinnvolle Reihenfolge vielleicht durch die Auflistung in Moodle abzubilden, aber wie kann ich hier versuchen, eine bessere Art von Lerneinheit rauszugestalten? Gerade mit H5P ist das ja ideal möglich, dass ich dort die verschiedenen Inhalte, Videos mit Aufgaben in der richtigen Abfolge schnell gestalten kann. Und dann letztendlich auch die verschiedenen Arten der Medien einbinden. Am Ende soll ein roter Faden daraus entstehen, das ist das, wo ich hinkommen möchte, und dafür bin ich letztendlich zu dem Punkt gekommen, eine zentrale Wissensbasis aus etwas abzuleiten, was vielleicht jetzt nicht das Übliche ist. In meinem Fall kommen wir gleich Markdown als Werkzeug. Ich wollte auf webbasierte Technologien im Allgemeinen sowieso wechseln. Das war dann ein Wunsch raus aus PowerPoint-Keynote, mehr hin zu einem Setup, das halt im Browser genutzt werden kann, um mehr Dynamik hineinzubringen. Und für mich war es halt wichtig, das irgendwie im Kursmanagementsystem zu verankern, sodass es dort idealerweise direkt genutzt werden kann, wohlgleich ich meine Souveränität an der Stelle nicht aufgeben wollte. Also das, was ich jetzt umsetze, wollte ich eben nicht auf einer externen Plattform platzieren. Und so kam es dann zu diesem merkwürdigen Konstrukt, was ich heute kurz darstellen möchte. Und entsprechend habe ich hier ein paar, wie sagt man, Meilensteine für den Vortrag. Ich erkläre kurz, was Markdown ist, aber wirklich nur kurz, um da so einen Eindruck zu vermitteln. Ich habe Werkzeuge ausgewählt, um den Schritt hin zu dem webbasierten Setup umzusetzen, und am Ende kann man durch die Frage aufrollen, ist das Ganze jetzt eine sinnvolle Alternative oder nicht? Was kann man daraus mitnehmen? Wie gut bekomme ich letztendlich damit meine Daten, meine Vorlesungsinhalte, als auch die Informationen, wie das Ganze genutzt wird, wieder zurück in meine Hand? Könnte an der einen oder anderen Stelle das technisch sein, dadurch, dass es eher so etwas konstruiert, also prototypisches, ein Versuchsaufbau, ein Experiment war, wohlgleich, dass es mittlerweile in verschiedenen Veranstaltungen zum Einsatz kommt. Markdown, für jene, die es nicht kennen, ist eine Auszeichnungssprache, eine relativ einfache Auszeichnungssprache, eine textbasierte Auszeichnungssprache, die es mir erlaubt, unabhängig von jedem Werkzeug in einer Plaintext-Datei Informationen zu strukturieren. Und wenn man sich versuchen möchte, das vorzustellen, es gibt einen Syntax, in dem Moment hier mit dem Hash zum Beispiel, in dem dann andeutet, wie Überschrifttiefen zu gestalten sind. Also mein Headline 1 unter Headline 1.1 und die unter Headline 1.1 und 1 kann man einfach durch die Anzahl der Hash oder die Kartenzäune von mir aus davor darstellen. Es gibt normale Textblöcke, aber in denen lassen sich dann verschiedene Informationen wie Links, fett gedruckten Text oder kursiven Text einfach durch Symboliken abbilden, bis hin zu etwas komplizierteren Varianten, in Anführungszeichen komplizierter, dass man Listen abbilden kann, dass man Bilder einbetten kann oder, wenn man es weiter treiben möchte, auch Tabellen konstruieren kann, die in irgendeiner Weise dann halt einen Tabellentitel haben, den entsprechenden Trenner und dann der Inhaltsbereich. Also ein relativ einfacher Textsyntax, mit dem man erstmal starten kann. Und Gedanke ist, sowas ist in der Anführungszeichen standardisiert, es ist spezifiziert und es ist erstmal völlig werkzeugunabhängig und es hat überhaupt keinen Zusammenhang mit dem, was ich später mal damit machen möchte. Grob zusammengefasst, ein Wiki-Syntax oder eine Ähnlichkeit zu einem Wiki-Syntax, wenn Sie also Wikipedia mal Artikel bearbeitet haben, so sehen die vergleichbar ähnlich aus. Er ist deutlich einfacher als LaTeX, wenn man da gewisse Hürden zu nehmen müsste, um damit zu arbeiten, ist das hier vielleicht eine gute Einstiegsvariante. Und ich brauche keine explizit oder speziellen Werkzeuge, da lässt sich letztendlich auch auf Windows der typische Editor verwenden und ich könnte direkt loslegen. Am Ende gibt es eine definierte Grundstruktur, mit der ich meine Informationen abbilde und ich kann, das ist so eine Sonderregel, im Markdown jederzeit auf HTML zurückfallen, wenn ich möchte und was ganz Spezielles brauche, könnte ich natürlich darüber
Informationen auch noch einbetten. Damit hätten wir eine Möglichkeit, unsere Inhalte, unsere Gedanken erstmal runterzuschreiben, ohne darüber nachzudenken, was da später mal draus wird. Und das ist natürlich die Frage, wie kann ich daraus etwas generieren, das ich später mal dem Studierenden anzeigen möchte, sei es eine Webseite, sei es ein Quiz oder vielleicht auch ein PDF, das man ausdrucken könnte, irgendwo speichern oder ähnliches. Und dafür gibt es heute eine ganze Menge Werkzeuge, die doch sehr einfach die Möglichkeit bieten, Webseiten aus etwas zu generieren, was nicht typischerweise jetzt HTML ist, sondern zum Beispiel sowas wie Markdown. Und ein Grundwerkzeug dafür wäre zum Beispiel, ohne dass das explizit sein müsste, Reveal.js. Das ist ein Open-Source-Framework, mit dem lassen sich letztendlich Webseiten wie Folien darstellen. Und die werden typischerweise mit HTML und CSS umgesetzt. Und damit kann ich letztendlich relativ schnell sowas wie eine webbasierte Oberfläche umsetzen und mir typisches Folienangebot realisieren. Damit aber nicht genug, denn eigentlich möchte ich ja nicht mit HTML und CSS losgehen. Das wäre jetzt dann doch etwas übertrieben, wenn ich jetzt meine ganzen Vorlesungsinhalte auf die Art und Weise abbilde. Gibt es ein weiteres Werkzeug, in dem Moment RevealMD, ein darauf aufbauendes, ebenfalls Open-Source-Projekt, das es erlaubt, eben genau das als Gedanken aufzugreifen, was wir mit Markdown haben. Ich habe eine sehr einfache Art der Strukturierung von Informationen. Reveal ist eine angenehme Art und Weise der Präsentation der Informationen und die Schnittstelle liefert dann RevealMD. Und ich habe das heute gestern mal als kurzes Video aufgezeichnet. Ich hoffe, es kommt einigermaßen flüssig. Man kann dann praktisch mit Markdown das Ganze einfach strukturiert niedertippen. Es kommen zwei zusätzliche Syntaxelemente hinzu. In dem Moment hier diese Linien, die es mir erlauben, Trenner einzuarbeiten, wie Folien voneinander separiert werden. Und am Ende kann ich damit meine Veranstaltung konstruieren. Ich habe dann hier einfach mal ein Video aus YouTube mit eingebettet. Das wäre so ein Beispiel, wo ich dann einfach direkt HTML für externe Werkzeuge einbette. Und dann letztendlich auch so weit gehen, dass ich das, was man hier in Markdown macht, vielleicht auch durch eigene Syntax-Bausteine erweitere. Wir hatten hier zum Beispiel relativ schnell den Wunsch danach, Multiple-Choice-Fragen einzubauen. Und wenn man das Ganze dann einfach startet, hat man ein relativ schnell realisiertes Setup für Folien, mit denen man typische Elemente wie Bilder, Quelltext oder Ähnliches umsetzen kann und natürlich auch so weit gehen kann, dass man eigenständig Bestandteile einbaut, wie hier eine Multiple-Choice-Frage, habe ich jetzt einfach selbst umgesetzt, könnte man aber sicherlich auch über externe Plattformen abbilden. Markdown als Möglichkeit zur Gestaltung der Inhalte, Werkzeuge aus dem Open-Source-Bereich zum Abbilden des Ganzen, erlauben es mir, ein webbasiertes Angebot zu schaffen, das am Ende aber auch als PDF exportiert werden kann. Und dann habe ich eine typische Slideshow in PDF-Variante und könnte das wiederum ausdrucken. Dann habe ich schon mal zwei Artefakte aus einer Source of Truth, was ich eingangs gesagt habe, abgeleitet. Aber kommen natürlich noch ein paar mehr Fragen hinzu. Denn, Moment, nichts vergessen hier. Genau. Man kann nicht nur auf der Basis letztendlich jetzt fortsetzen. Wir haben das Ganze dann erweitert und zum Beispiel überlegt, wie könnte man in Folien direkt Editoren einsetzen. Ich habe viel mit Programmierveranstaltungen, also war hier auch der Schritt dahin, dass ich überlege, wie könnte ich ein Programmierwerkzeug in meine Folien einbetten. Vielleicht könnte ich das Programmierwerkzeug auch so einbetten, dass in meinen Folien der Quellcode oder in der Nähe der Folien der Quellcode für die Aufgaben existiert und dann wiederum an das Werkzeug weitergegeben wird, was das Ganze dem Studierenden dann als Programmierwerkzeug zur Verfügung stellt. Bis hin dazu, mit anderen Infrastrukturkomponenten in der Hochschule zu arbeiten. Bei uns läuft zum Beispiel ein OpenCast-System. Also war es irgendwie naheliegend, dass die Videos, die im OpenCast bereitgestellt werden, in den Folien an genau den Stellen einzubetten, an denen ich die natürlich auch gerne haben möchte, um dort vielleicht ein Videoangebot zu schaffen. Also grundsätzlich ein Basiswerkzeug, mit dem man verschiedene Fragestellungen relativ schnell abbilden kann. Und als nächstes kam dann die Frage, wie kommt das Ganze in Moodle oder ein anderes Kursmanagementsystem? Und in dem Moment könnte man natürlich diese Webseite zum Beispiel, die sie daraus generiert,
irgendwo ablegen, einen typischen Webspace, den man relativ schnell in den meisten Rechenzentren der Hochschule bekommt und direkt darauf verlinken und hätte damit die Frage eigentlich recht flott beantwortet. Aber man kann es auch komplizierter machen oder beziehungsweise man kann es auch besser integrieren und deswegen hier durchaus der Hinweis bezüglich LTI als Standard zum Verknüpfen von Kursmanagementsystemen wie Moodle mit Lerneinheiten oder Lerninhaltsanbietern, wie letztendlich unsere Folien an dieser Stelle sind. Der LTI-Standard stammt letztendlich aus den IMS-Spezifikationen und erlaubt es, Lernplattformen, das ist hier links unser Moodle-System, mit einer beliebigen anderen Plattform, die letztendlich Inhalte zur Verfügung stellt, so zu verknüpfen, dass ich Inhalte nicht nur einfach so als Webseite bereitstelle, sondern als ein Angebot explizit für einen eingegrenzten Nutzerteil. In dem Moment, die Studierende, die Teil eines Kurses werden, könnten zum Beispiel über Moodle dann letztendlich authentifiziert werden, um dann auf diese Inhalte zuzugreifen. Und damit habe ich eine Integrationsmöglichkeit geschaffen, die es mir erlaubt, sogar mit entsprechenden Sicherungsmaßnahmen ohne zusätzliche Nutzerdatenbasis. Also ich muss nicht wissen, wer auf meine Sachen zugreift, sondern ich muss nur wissen, dass Moodle mir diese im Kurs aktiven Studierenden entsprechend weiterleitet. Und damit kann ich zumindest die sichere Annahme treffen, dass jene dann authentifiziert oder autorisiert sind, diese Informationen abzugreifen. Der Kurs ist letztendlich wieder verlinkt im Kursraum. Moodle oder unser Kursmanagementsystem bleibt das zentrale Element der Betrachtung. Die Möglichkeit zur Identifikation der Nutzer wird über das LTI-Protokoll zusätzlich noch gegeben. Also ich weiß tatsächlich, wer kommt, wohl gleich, dass es eine anonyme Information ist. Es ist nicht so, dass ich den Namen studieren kann. Ich habe halt eine anonymisierte Nutzerkennung und ich kann diese Information dann auch weiter anonymisieren, um das so weit zu treiben, dass ich eigentlich keine Kenntnis mehr habe, wenn der Nutzer aus dem Kursraum wieder raus ist, wer es vorher mal war. Aber wenn er halt in dem Kursraum ist, dann habe ich zumindest die Kenntnis, dass es dieselbe Person ist, wenn sie die Folien wieder öffnet. Und zusätzlich bietet mir dieses Protokoll auch noch die Möglichkeit, Rückkanäle zu gestalten, also Informationen an das Kursmanagementsystem zurückzusenden und hier zu sagen, zum Beispiel die Folien wurden A betrachtet oder B, sie wurden bis zu einem gewissen Grad betrachtet, halt mindestens 70% aller Folien oder ähnliches. Also auch die Bewertbarkeit meines Angebots aus diesem Setup abzuleiten und damit wieder in Werkzeuge zurückzufallen, wie wir das vielleicht schon gewöhnt sind aus anderen Bereichen. Als kleines Bild habe ich hier mal die Integration als Link kurz als GIF dargestellt. Also man kann das im Moodle relativ einfach als eine typische Verlinkung realisieren, dann öffnet sich einfach eine Seite. Es gibt aber auch durchaus die Möglichkeit, das vollständig im Moodle zu lassen, und das ist halt ein Unterelement und dann wird es dort einfach in den Kursräumen eingebettet und habe ich praktisch meine Inhalte dort direkt verlinkt. Am Ende ist aber alles aus meiner initialen Basis, meinen Markdown-Dokumenten entstanden, ohne dass die Schichten dazwischen von besonderer Bedeutung sind. Das ist halt die technische Hürde, die da an der Stelle zu überspringen war. Genau, mit Blick auf die Zeit kommt natürlich noch die Frage bezüglich, was muss ich jetzt eigentlich machen? Ich habe da mal als Stichwort aus dem Kontext des der Softwareentwicklung bzw. IT-Themen den Stichwort DevOps aufgegriffen. Denn hier sind natürlich ein paar technische Aspekte im Fokus, aber mit entsprechenden Maßnahmen lassen die sich auf ein Minimum reduzieren. Typischerweise habe ich halt irgendwo meine Slidesets liegen, meine Markdown-Files, ganz normale Textdateien auf der Festplatte. Und auf der anderen Seite habe ich mein Moodle-System oder mein Kursmanagement-System. Die Frage ist jetzt, wie verwalte ich meine Markdown-Files? Ich nutze hier in meinem Setup typischerweise einen Git-Repository, aber allgemeiner gesprochen halt irgendeine Art von Dateiablage bietet sich hier an. Im Idealfall eine Dateiablage, die kollaborativ nutzbar ist. Und dann spielen sich hier gleich zusätzliche Stärken von solchen Setups aus. Am Ende können auch mehr Dozierende an einer gemeinsamen Inhaltsbasis arbeiten und dann, je nachdem, wie sie die Veranstaltungsinhalte nutzen wollen, individuell in den Kursräumen einpflegen. Also steht also praktisch der Meta-Veranstaltungsinhaltskatalog und der Kursraum ist praktisch eine Instanz, die die entsprechenden Inhalte anbietet.
Auf der anderen Seite haben wir neben Moodle natürlich den Bedarf, irgendwie das Ganze bereitzustellen. Also vorhin hat schon gesagt, ein Webserver reicht dort. Wenn ich LTI als Zugriffskontrolle nutzen möchte, müsste ich sicherstellen, dass irgendwie hier dieses LTI-Werkzeug konfiguriert bereitsteht. Das ist schon eine deutlich schwierige Variante, weil es nicht so schöne, einfach verwendbare Bausteine an der Stelle gibt und in der Regel auch die Rechenzentrum an der Hochschule hier keine fertigen Lösungen, zumindest meiner Erfahrung nach, noch nicht anbieten. Und ich habe dann einfach am Ende ein automatisiertes Bausystem draufgesetzt, also die typischen Schritte automatisiert, die jetzt notwendig wären, um aus den Markdown-Files letztendlich PDFs als auch die Webseiten abzuleiten, damit eigentlich am Ende nichts mehr manuell passiert. Das war einmaliger Entwicklungsaufwand. Takeaway-Message an der Stelle, trotz des technisch anmutenden Setups reduziert sich mein Daily-Workflow auf das Verwalten von Markdown-Files oder beziehungsweise Verwalten von Textdokumenten mit einer Auszeichnungssprache. Alles andere ist am Ende vollautomatisiert in Moodle integriert und hat eigentlich gar nicht mehr den technischen Anstrich, den man am Ende hier vielleicht vermuten mag, wenn man das sieht. Ein Setup, so noch nicht, habe ich so vorher noch nicht betrieben, ist jetzt im Rahmen der letzten Semester entstanden. Und kann man durchaus diskutieren, ob sich damit positive und negative Aspekte verbinden lassen. Ich habe das mal versucht, in der Auswertung hier ein Stück weit zusammenzutragen. Wie schon gesagt, in der Praxis habe ich jetzt eigentlich recht selten noch den Aufwand, mich viel mit den anderen Komponenten zu befassen. Mein Pflegeaufwand reduziert sich auf meine Quellcode-Base, meine Markdown-Files. Die Automatisierung ist also die läuft einfach nachts bei mir durch. Um 1 Uhr werden alle Folien aktualisiert. Am nächsten Morgen sehen die Studierenden meine Rechtschreibkorrekturen, ohne dass ich jetzt irgendwelche manuellen Schritte wie eine Aktualisierung in Moodle oder Ähnliches durchführen müsste. Das kommt einfach on the fly. Die Umsetzung von Ideen hat sich dadurch deutlich beschleunigt, weil ich habe jetzt meine Textdateien. Ich kann gerne mal eine neue Folie einsetzen und ich habe nicht so viele Handgriffe im Nachgang, um entsprechende Aktualisierung bis hin in meine Kursmanagement-Plattform durchzureichen. Und ich habe auch gewisse Möglichkeiten, diese Basis weiterzuführen, zu nutzen. Also ich hatte schon angedeutet, dass mindestens eine Webseite, PDFs daraus ableitbar sind. Bei den PDFs kann man durchaus darüber diskutieren. Derzeit habe ich vor allem Slide-basierte PDFs, also typische Folien, damit man da Notizen drauf machen kann. Aber man kann auch durchaus einen Fließtext wieder daraus ableiten, dass man sagt, okay, ich verzichte auf die Separierung zwischen den Folien. Man kann aber auch nach Aufgaben zum Beispiel durch die Textdokumente scannen und daraus wiederum Importformate für zum Beispiel Pingo und Kahoot ableiten und damit das notwendige Importmaterial für externe Plattformen liefern, um damit nicht ständig im vorhin angedeuteten Copy- und Paste-Setup zu landen. Und der letzte Punkt, es ist kollaboratives Arbeiten möglich und ich kann Variationen von meinen verschiedenen Skripten ableiten. Teilweise dadurch, dass ich bestimmte Aspekte markiere, Dinge, die ich vielleicht nur in einer Online-Variante halten möchte oder Dinge, die ich vielleicht nur in der Veranstaltung haben möchte. Und damit habe ich auch noch hier die Möglichkeit, auf Basis eines Dokumentenhaufens die Varianten zu steuern, die sich im Moodle einbinden lassen und die ich später vielleicht in der Vorlesung nutze, wo es mir vielleicht gar nicht so wichtig ist, die längeren Notiz- oder Bullet-Point-Listen zu zeigen, sondern vielleicht eher redend über ein Stück Bild das Ganze darstelle, während der Studierende das als Download vielleicht nochmal nachlesen möchte. Bis hin dazu, dass man auch Varianten zwischen verschiedenen Dozierenden ableiten kann. Vielleicht fliegen mal Kapitel in einer anderen Veranstaltung raus, die dort nicht im Fokus sind. Nachteile des Setups, wenn man sie mit anmerken möchte, es ist ein prototypisches Setup, ein Experimentierfeld gewesen, deswegen hier auch als alternatives Setup dargestellt, um auch das, dass es gar nicht so aufwendig ist, da hinzukommen. Nichtsdestotrotz gibt es keine fertigen Produkte, die ich jetzt hier vorschlagen könnte. Das kann man nutzen. Es ist schon ein Einarbeitungsaufwand, ein technischer Einarbeitungsaufwand notwendig. Man muss die Auszeichnungssprache, die man dann wählt, selbst da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt genau dasselbe Setup auch mit ASCII-Doc. Man könnte auch LaTeX verwenden und daraus Webseiten generieren. Das ist an der Stelle nicht ausgenommen und wiederum über ähnliche andere Schichten dann verwalten und käme an dieselbe Stelle mit demselben Ergebnis, Datenhoheit bei mir, Datensouveränität ebenso deutlich verbessert und damit letztendlich den Gedanken, alles wiederum zu zentrieren auf den Dozenten, deutlich optimiert.
Was man diskutieren kann, sind Schwierigkeiten bei den Takeaways. Das ist zumindest eine Beobachtung, die ich festgestellt habe. Was nimmt der Studierende mit? Die Authentifizierung hängt derzeit im Kursraum. Ist das Semester zu Ende? Vielleicht noch ein paar Monate nach dem Semester und irgendwann wird der Raum zurückgesetzt. Dann sind die Studierenden raus aus dem Kursraum. Also sie müssen sich auf jeden Fall ihr Material entsprechend exportieren. Ist den Studierenden das am Ende dann auch in der Art bewusst? Und auch verschiedene Fragen bezüglich, Moment, einzelne Aspekte lassen sich auch ohne Fragen mit existierenden Werkzeugen, zum Beispiel mit Moodle realisieren. Das will ich an der Stelle auch gar nicht ausnehmen. H5P als Beispiel bildet verschiedene Möglichkeiten ab, um Inhalte zu strukturieren. Aber die Frage ist natürlich, wie stark möchte ich mich auf so eine Plattform einlassen? Kann ich das an der Stelle sicherstellen, dass die auch auf Zeit verfügbar ist? Wie kann ich den Plattformwechsel anstoßen? Hier könnte man jetzt sagen, okay, es gibt eine standardisierte Beschreibung in eine Markdown-Variante und die lässt sich theoretisch durch Austausch anderer Werkzeugschichten auch wieder in ein anderes System abbilden und später weiterentwickeln, wenn hier bestimmte Aspekte mal wegfallen. In Anbetracht der Zeit muss ich über ein paar Sachen drüber hüpfen, aber ich habe zumindest ein paar Themen bezüglich Datenschutz und Souveränität mal in die Folie mit aufgenommen. Da würde ich an der Stelle vielleicht mal hinten anstellen, Diskussion. Ich möchte zumindest eine kurze Anmerkung machen, dass natürlich damit auch gewisse Informationsgewinne verbunden sind. Das heißt, ich habe deutlich mehr Einblick in die Information, was Studierende machen und damit entsteht eine gewisse Verantwortung, dass ich hier nicht die Studierenden individuell überwache. Das ist gar nicht mein Ziel. Deswegen vorhin deutlich angeklungen, dass aus Sicht der Setups eigentlich gar keine Kenntnis darüber existiert, wer auf den Folien navigiert, aber es ist durchaus eine Kenntnis darüber, dass es dieselbe Person ist, die wieder zurückgekommen ist und damit ich einen Zusammenhang über verschiedene Zugriffe herstellen kann. Und zum Beispiel hilft es mir im Kontext eines Virtual Classroom, wenn ich sage, okay, Studierende sollen sich auf eine Veranstaltung vorbereiten, dass man hier am Ende auch schauen kann, wer hat sich bis zu einem gewissen Zeitpunkt vorbereitet und wie ist der Vorbereitungszustand. Ich habe das hier damals mal ausgewertet, dass hier bestimmte Kapitel gestartet sind und man dann genau schauen kann, blaue Linien, wie sich die Zugriffszahlen kumulieren über die Studierenden und die Linien, die gestrichen sind, dann am Ende die Veranstaltungstermine gewesen. Takeaway-Messages waren nicht alle vorbereitet, so viel kann ich sicher sagen, aber es ist auch relativ schnell angestiegen über die nächsten Veranstaltungen, dass auf jeden Fall jeder mal hineingeschaut hat. Ich finde Einblick darüber, wie sich Studierende mit Material verhalten, das kann ich aus anderen Plattformen auch problemlos ableiten. Kahoot habe ich auch meine Auswertung, aber dann sind die Daten halt wieder in der Plattform existent und ich muss mich fragen, kriege ich der sie rausexportiert? Wie gut kann ich sie für Auswertung nutzen? Möchte ich, dass sie dort liegen? Sind die Studierenden damit einverstanden, dass sie dort liegen? Oder ist es vielleicht angenehmer, wenn es in den Hochschulinfrastrukturkomponenten bleibt, wie einen Server, den ich jetzt hier einfach an der Hochschule betreibe? Bisschen dazu, und das war dann ein netter Nebeneffekt, dass die Rückkommunikation aus den Folien an das Kursmanagementsystem und die Möglichkeit des Exports aus dem Kursmanagementsystem, zumindest bei uns in der Hochschule, mit Matrikelnummerinformation, es erlaubte, Quervergleiche anzustellen, wie denn entsprechend die Nutzung der Inhalte mit den Ergebnissen der Prüfung übereinandergelegt werden kann und vielleicht daraus Kenntnisse zu erzielen, wo Dinge vielleicht haken, was wurde nicht genutzt, was wurde vielleicht stark genutzt und trotzdem hat es nicht geholfen. Vielleicht könnte man da entsprechend noch nachhaken. Ich würde noch einen kurzen letzten Satz, dann komme ich zum Ende und dann können wir darüber diskutieren. Dazu verlieren, was könnte man als nächstes daraus ableiten, wenn man sowas mal ausprobiert, wenn man sowas vorstellt. An der Technischen Hochschule Ingolstadt haben wir das Projekt TAI Success AI gestartet. Das wäre dann als Referenz und vielleicht kann man daraus auch später nochmal einen Rückschluss schließen, wo wir genau sowas nutzen wollen. Wir überlegen daran, die Veranstaltungsinhalte in kleinere Nuggets zu unterteilen und Markdown-Files als Beschreibungsmöglichkeit für solche Nuggets wären dann eine Möglichkeit und die fassen dann am Ende Videos, Text, Quiz und ähnliche Elemente zusammen. Aber es ist nicht darauf beschränkt, also wir sind durchaus auch den Gedanken hier unterwegs, wenn ein Dozent letztendlich lieber mit H5P arbeitet, dann kann man das durchaus nutzen als eine andere Möglichkeit, Nuggets zu gestalten, aber am Ende entsteht daraus eine Sammlung von Dingen, die man Studierenden anbieten kann und spannend ist natürlich dann, daraus entstehen gewisse Informationen und mit Blick auf ein Projekt, wo ich natürlich fragen muss, was für Informationen brauche ich und wie schnell kann ich in einem prototypischen Setup
hier vorgehen, um entsprechende Informationen daraus zu generieren. Da ist natürlich ein eigenes Werkzeug relativ, also flexibler am Ende einsetzbar als jetzt vielleicht eine externe Plattform. Am Ende nutzen wir diese Informationen in kontinuierliche Analysen. Der Gedanke ist hier, über Ansätze aus der künstlichen Intelligenz zu überlegen, wie könnte ich mit Vorkenntnissen oder Informationen bezüglich Vorkenntnissen, Prüfungsleistungen als auch den Nutzungsinformationen, die sich vielleicht aus solchen digitalen Angeboten ableiten, den Studierenden vielleicht mehr Input zu liefern, wo stehen sie aktuell, den Dozierenden vielleicht mehr Input zu liefern in Form von vielleicht Dashboards direkt in Kursmanagementsystem integriert, um letztendlich zu präsentieren, was machen die Studierenden, wo hapert es vielleicht, was sind Dinge, die jetzt als nächstes thematisiert werden sollten, bis hin dazu, dass man überlegen könnte, wie könnte man zum Beispiel Studierenden auch individuelle Lernpfade anbieten, gerade wenn ich weiß, was haben Studierende vielleicht schon kennengelernt, was für Vorkenntnisse existieren, wie sind vielleicht Prüfungsleistungen in bestimmten Vorveranstaltungen gewesen, was sollte ich ihnen vielleicht als Zusatzangebot anbieten und hier am Ende vielleicht erstmal im ersten Schritt statische Lernpfade zu realisieren, aber am Ende gerade unter Einsatz von kontinuierlichen Analysen von Daten natürlich auch eigentlich individuelle Angebote zu realisieren. Und darin motiviert natürlich auch die Frage, wie gestalte ich am Ende meine Informationen so, dass ich sie möglichst einfach dann in so einem Setup integrieren kann. Sorry für die 5 Minuten überzogen. Ich blende auf jeden Fall abschließend mal so kurz noch die Takeaways am Ende ein, aber ansonsten gerne an der Stelle noch Fragen, falls denn welche hier sind. Schau mal kurz durch den Chat. Da kam eine Frage bezüglich Bereitstellung dieses technischen Setups für jetzt jemand, der nicht in den technischen Detail steckt. Es ist durchaus ein Gedanke im Kontext des Projekts an der Technischen Hochschule Ingolstadt, darüber nachzudenken, wie könnte man einen Editor zum Beispiel direkt in Moodle integrieren, mit dem Gedanken, dass ich über zum Beispiel so einen relativ einfachen Markdown-Syntax Inhalte schnell abbilden könnte. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich persönlich habe so meine Schwierigkeiten in Moodle, zum Beispiel Lernpakete zu konfigurieren. In der Regel muss ich mich doch im Vorfeld irgendwo extern erstmal austoben, alles strukturieren, aufbereiten und bereitlegen, um dann am Ende das Ganze dort einzupflegen. Und dann ist es trotzdem noch relativ viel Klickarbeit, was mir persönlich viel Zeit abverlangt. Und ich weiß nicht, zufrieden bin ich damit nie gewesen. Deswegen liebäugle ich lieber mit sowas, weil es für mich einfach handhabbarer ist. Und wenn man fragt, ob es vielleicht später noch was gibt, vielleicht als Ergebnis aus dem Projekt ein Plugin oder ein Vorschlag, wie man sowas als ein externes Werkzeug anbieten könnte, aber aktuell noch nicht verfügbar. Wurde das mit Inline-Programmierung realisiert? Die Werkzeuge, die existieren als Open-Source-Projekte, also Markdown-Spezifikation und Reveal.js als auch Markdown sind Node.js-Projekte und die lassen sich einfach installieren und dann als Command-Line-Interfaces nutzen. Was wir on top noch gemacht haben, sind zusätzliche Verarbeitungsschritte, um sowas wie jetzt unseren Quellcode-Editor einzuarbeiten oder vielleicht Multiple-Choice-Fragen noch zu ergänzen. Das wurde dann etwas technisch, aber dann haben wir einfach nur zusätzliche Transformationen von irgendwelchen Markdown-Syntax-Elementen in vielleicht HTML-Bestandteile realisiert, zuzüglich zu den entsprechenden Hintergrundelementen. Der Java-Code war ausführbar, ja, also es ist eine direkte Einbettung eines Editors in den Folien und der Studierende konnte dort drinnen dann die Aufgaben entsprechend umsetzen. Es geht in die Richtung, was der Code-Runner direkt in Moodle könnte, falls das bekannt ist. Den haben wir dort genutzt, aber man könnte auch andere Editoren letztendlich wieder nutzen. Der Gedanke ist ja, Markdown plus HTML als Fallback erlaubt natürlich eine gewisse Freiheit und entsprechende Möglichkeiten. Wohl gleich, dass wir den Quellcode zu den Aufgaben immer in der Nähe unserer Inhalte der Veranstaltung halten wollen. Also es gibt dann ein großes Rahmenprojekt, in dem liegt auch am Ende das Quellcode-Projekt für die eine Aufgabe und damit entsprechend die Information. Gab es noch Fragen, die ich übersehen habe? Dann schauen wir mal kurz durch.
die Slides online, das weiß ich gar nicht, ob die entsprechenden Slides online gestellt werden. Das könnte man durchaus noch an anderer Stelle sicherstellen. Ich stelle sie gerne zur Verfügung, das auf jeden Fall. Aber jedenfalls weiß der Moderator da eine entsprechende Zusatzinformation, ob die hinterher verfügbar geschaltet werden. Okay, das wären die Fragen, die ich gesehen habe. Ansonsten vielen Dank und ja, weiterhin viel Spaß. Die Vorlesungsinhalte von mir persönlich landen am Ende im Moodle verlinkt. Wie gesagt, das muss ich mal klären, ob hier die Folien dann am Ende zur Verfügung gestellt werden. Ansonsten gerne anschreiben. Ich kann noch mal kurz die E-Mail-Adresse hier am Ende reinpacken. Dann schicke ich es im Zweifelsfall auch gerne zu. Das ist kein Problem.